Ja, moin zusammen zu einer neuen Folge von Betreute Schrauben. Wir haben jetzt endlich mal den zweiten Teil, oder ich habe jetzt mal endlich Zeit und Muße irgendwie dafür. Ich weiß, wie das Leute machen, die jeden Tag irgendwie ein Video hochstellen. Da hatte ich ja für nichts anderes mehr Zeit und Muße für den zweiten Teil von dem Schubert-Video zu dem C4. Den habe ich wiederbekommen, hat ungefähr ja, 3 Wochen gedauert, war glaube ich ein bisschen länger als normal, weil das auch wieder über Louis ging und die mir nicht direkt zugeschickt haben, was ich bei Louis eigentlich gesagt hatte, dass sie denen das sagen sollen. Hat nicht so gut funktioniert. Ich habe meinen Leihhelm auch wieder zu Louis gebracht, weil ich es einfach ehrlich gesagt gar nicht einsehe, dass ich da selber jetzt das Porto noch für bezahle. Schubert hat leider keinen Rücksendeschein mitgelegt. Wäre für sie auch einfacher gewesen irgendwie. Aber gut, wenn sie das nicht machen, dann eben so rum. Was aufgefallen ist, es ist deutlich besser geworden. Was mir auch aufgefallen ist, sie haben Tod und Teufel gewechselt. Ich war ja wegen dieses Fehlers bei Louis und haben sie mich gefragt, ob das. Ob die Antifoglinse, ne? Also quasi hier die, dieses, wie nennt sich das nochmal? Das zweite Visier, was innen drin ist hier, ob das auch nicht funktionieren würde, habe ich gesagt, weiß ich nicht. Ich bin damit noch nicht im Regen gefahren. Die haben sie jedenfalls getauscht. So, was haben sie noch getauscht? Die haben den Einbaurahmen Kommsystem rechts getauscht. Das ist quasi da, wo der Akku drin sitzt. Dann haben sie getauscht den Lautsprecherkabelbaum, Wangenpolster rechts, Wangenpolster links. Gut, das war jetzt 10 Stunden alt, nett. Nackenpolster haben sie auch getauscht, Abdeckung vom Kommsystem und den Belüftungsschalter lackiert, kontrolliert. Das hatte ich auch mal gelesen, das ist dieser hier oben. Da haben sich viele Nutzer darüber beschwert, ja, er geht auch deutlich besser, muss man sagen. Da haben sich viele Nutzer darüber beschwert, dass der wackeln würde wie ein Lämmerschwanz. Ist mir auch aufgefallen. Das Problem bei den Nutzern war nämlich, bei hohen Geschwindigkeiten war das dann einfach so, dass der so gewackelt hat, dass du es einfach gehört hast. Und das war auch ein Beanstandungsgrund. Da haben die auch Schubert gefragt, so, jo, was ist denn hier los? Auf der Messe haben sie gesagt, ja, ist ein Vorserienmodell, passiert dann nicht. Scheinbar haben sie da aber irgendwie auch noch was dran gefixt. Der fühlt sich jedenfalls jetzt deutlich besser an als vorher. Und was man jetzt hier auch sieht, ich glaube, dieser Leim oder dieser Kleber, mit dem die hier das Pinlock quasi hier eingeklebt haben, der sieht heller aus als vorher. Also meine ich jetzt irgendwie zu sehen. Das heißt, wenn man den irgendwie, ich habe den aus der Verpackung genommen und gedacht, die haben hier einen anderen Kleber genommen und das Pinlock gewechselt, wie auch immer. Wir schauen uns das jetzt mal hier von nahem an, wie das funktioniert, ob das funktioniert, machen mal einen Funktionstest und dann zeige ich euch mal, wie der Akku jetzt hier reingeht im Vergleich zum Helm, wenn man ihn kauft. Schauen wir uns das mal an. So, jetzt habe ich den Helm hier quasi auf der Werkbank stehen. Also meinen, Christian ist gerade nach Hause gekommen, ziemlich cool, weil da konnte ich nämlich testen, der hat sich nämlich auch gekauft, jetzt am Wochenende. Gab es ihn bei Polo für 300 Euro, habe ich mich schon natürlich ein bisschen geärgert, dass ich so viel Geld dafür bezahlt habe und ihn dann noch 3 Wochen einschicken musste. Hier steht er. Ich habe es jetzt auch wirklich gesehen, was der Unterschied ist. Wir stecken den Akku jetzt mal hier rein. Und selbst wenn man ihn schon einsteckt, merkt man, hier ist deutlich weniger Spiel. Wenn er drin sitzt, wackelt hier wirklich nichts. Na, ihr könnt das in dem ersten Video sehen. Da kannst du hier drauf rumdrücken, ja, auf dem Akku und der Akku bewegt sich. Und der Akku bewegt sich hier. Ja, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Also er bewegt sich nicht. Deswegen muss man es auch nicht sehen, weil er bewegt sich de facto nicht. Ich mach mal den Helm mal an. Hello. Ein bisschen. Ja, volle Lautstärke ist schon. Handy sollte sich jetzt verbinden. Bluetooth ist ja an. Phone connected. Dann machen wir wieder unsere Lala hier an. Unsere GEMA-freie Lala. So. Kommt sie? Ja. So. Musik spielt jetzt. Und jetzt machen wir wieder unsere Tests hier mit Helm auf. Helm zu. Oh, goodbye. Das war natürlich super. Okay. Machen den Helm nochmal an. Mit Gefühl. Ja, mit Gefühl ist ja cool. Ist ja okay. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Muss ich jetzt echt mal sagen. Telefon ist verbunden. Das läuft jetzt noch vom Telefon gerade hier. Sobald er sich hier gefunden hat, sollte das auch wieder aus dem Helm kommen hier. Das tut es ab jetzt.
auf und zu und auf und läuft immer noch. Und was man jetzt hier sieht, ich kann jetzt hier auch am Akku rumdrücken und es passiert nichts mehr. Ja, also das funktioniert wirklich. Und das war ja das große Problem, dass der Akku einfach so hier drin war, dass man hier wackeln konnte. Und dann hat einfach hier der Akku ausgesetzt. Das funktioniert jetzt hier wieder. Was ich auch eben gesehen habe, das zeige ich euch gleich mal in einem Foto. Also ich blende euch quasi jetzt mal ein Foto ein von der neuen Akkuschachtabdeckung. Da seht ihr auf der Seite, hat Schubert quasi einfach so eine Leiste eingelassen. Also da ist eine Erhöhung auf der Seite, die ist auf beiden Seiten. Und die sorgt dafür, dass der Akku einfach viel enger da drin sitzt, als er das vorher tat. Ja, das ist, die Leiste ist quasi hier auf der Seite, ist die eingesetzt, auf beiden Seiten. Das ist einfach eine Erhöhung, die den Akku ein bisschen noch zusammen, also auf den Akku drückt quasi. Jetzt zeige ich euch mal ein Foto dagegen vom Helm vom Christian. Da ist das nämlich noch alt. Und da sieht man diese Leiste nämlich nicht. Und das ist genau das, was getauscht worden ist. Ja, also die anderen Sachen, also Lautsprecher, Kabelbaum und so weiter, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das zu dem Wackelkontakt beigetragen hat. Ich glaube wirklich, der Hauptfehler war einfach, dass der Akku in seinem Schacht eben sich bewegen konnte. Nett von Schubert, muss ich sagen, ich will hier niemanden schlecht machen. Ne? Darum geht es hier nicht. Nett von Schubert, dass sie wirklich die Polster getauscht haben. Gut, die waren bei mir jetzt irgendwie 10 Stunden alt. Die sind jetzt hier neu. Ich weiß auch gar nicht, ob die sich unterscheiden. Kann man die Helme gerade mal gegeneinander halten hier? Glaube ich nicht. Die sehen beim Christian genauso aus wie bei mir. Und die haben sie wahrscheinlich einfach dann auf Kulanz getauscht. Finde ich ja auch nett, muss ich sagen. Aber das Wichtige ist der Streifen in der neuen Akkuhalterung. Und das ist auch ganz gut zu sehen, also für euch zu sehen, ob ihr einen Helm der alten Generation habt oder einen Helm der neuen Generation. Man muss natürlich jetzt sagen, das war bei Polo, war das, was war das hier, Lagerverkauf? Polo Lagerverkauf in Jüchen, sind wir hingefahren. Und da weiß man natürlich auch nicht, wie alt die Helme sind. Ne? Oder ob Schubert da nochmal hingeht und sagt so, Leute, schickt uns nochmal die Helme zurück. Wir haben da ein Problem mit der Com-Unit. Ne? Wahrscheinlich geht Schubert dann einfach nur hin und tauscht das eben auf Verlangen aus, wenn eben jemand sagt, das funktioniert hier nicht. Und würdest du genauso machen? Ja, spart Geld. Ne? Witzigerweise ist der Schalter für die Belüftung ist beim Christian genauso fest wie bei mir jetzt, oder? Christian, das haben sie auch noch drauf geschrieben, ne? Dass sie den Schalter hier geprüft haben. Weiß nicht. Doch, das stand hier auf der Liste drauf. Der funktioniert bei mir nicht ganz gut. Der funktioniert. Ja gut, du bist jetzt in der Stadt gefahren, ne? Es geht um Autobahn, hohe Geschwindigkeiten. Da haben die Leute gesagt, der fängt an zu rattern. Ja, müssen wir mal zusammen bei Natur irgendwie mal ausprobieren. Wir haben jetzt ja den gleichen Helm. Partnerlook, schick. Können wir dann mal testen und dann noch was zu sagen. Falls noch was zu sagen, schreibe ich es in die Kommentare rein. Gut, ich wollte einfach nur, dass ihr das wisst. Ja, wie sieht es aus, wenn es gemacht worden ist? Wie sieht es aus, wenn es nicht gemacht worden ist? Ihr habt die Fotos gesehen. Das heißt, wenn ihr euch einen C4 kauft oder schon einen C4 habt und ein COM-System drin und ihr euch plagt der Fehler, ja, dann habt ihr wahrscheinlich das Problem, dass ihr einfach noch den alten Akkuschacht habt. Und das könnt ihr natürlich jetzt anhand der Bilder hier wunderbar feststellen. Und dann Schubert nett anfragen, ob die euch nicht diesen Akkuschacht einfach mal austauschen auf Kulanz. Also hoffentlich. Der Leihhelm, den ich da hatte, witzigerweise, der hatte statt des neuen Akkuschachts einfach so ein Stück Moosgummi eingeklebt, damit der Akku da fest da drin sitzt. Kann man auch machen. Ja, haben auch Leute in die Kommentare geschrieben, bei dem alten Video, kann ich auch verstehen. Ich wollte einfach nur mal sehen, wie so eine Firma damit umgeht. Ja, weil ich hatte nämlich schon erwartet, das hatte ich mit Christian auch schon besprochen, also wenn Schubert jetzt hingeht und einfach nur was reinklebt, dann hätte ich gedacht, ja, okay. Das geht auch besser, aber sie haben wirklich den kompletten Akkuschacht getauscht. Und das finde ich gut. Was ich natürlich nicht gut finde, ist, dass man erstmal irgendwie darauf hinweisen muss und das ist irgendwie keine, ja, weiß ich nicht, Rückrufaktion gibt es bei Helmen eigentlich eher selten, wenn es sich um die Sicherheit geht. Aber man muss es dann leider erfahren, dass es nicht funktioniert. Ja, der Akku ist jetzt so fest hier drin, man kriegt den kaum noch raus. Gut, ich meine, will ich ja auch gar nicht. Ja, aber man merkt es deutlich, er geht deutlich besser rein und es funktioniert auch elektrisch. Das ist die wichtige Geschichte hier. Ich verzichte hier mal auf eine Abmoderation, weil der Christian hier gerade sein Moped putzt und ich hier eh keinen Platz habe.
Und ja, hoffe, dass dir das geholfen hat, dem einen oder anderen, der sich irgendwie gefragt hat, warum klappt das bei mir nicht oder warum ist das hier nicht so, wie das sein soll. Und wünsche euch viel Spaß beim generellen Schrauben und sag bis zum nächsten Mal bei Betreutes Schrauben.